Schönen guten Abend zusammen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen den Grizzlies Wolfsburg und den Eisbären Berlin. Endstand vor 1177 Zuschauern, 3:2 nach Penaltyschießen für die Grizzlies. Wir kommen direkt zu den Stimmen bei der Trainer und da darf ich Serge Aubin bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Bitte. Yeah, congratulations Stewie and Wolfsburg on the win. I liked our game tonight. I thought we competed hard. First period came out really strong through the first 40 minutes. Actually, through the whole 60 minutes, we played the sound hockey. We were winning battles, missed on a couple of opportunities that could have changed the course of the game. But obviously, a couple of PK goals hurt us. But it's two good teams going at it, and you know, you get to overtime and it's anybody's game. So obviously not disappointed with the end result, but definitely not the effort, and we just keep moving forward. Vielen Dank, Serge Aubin. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also er ist mit der Leistung grundsätzlich zufrieden. Seine Mannschaft hat speziell in den ersten 40 Minuten sehr hart gekämpft. Sicherlich die eine oder andere Chance beim eigenen Penalty-Killer hat am Ende wehgetan, weil Wolfsburg da getroffen hat. Aber letzten Endes kann man sich auch über diesen einen Punkt freuen, den man mit auf die Heimreise nimmt. Mike, deine Worte zum Spiel. Danke und guten Abend zusammen. Danke für die schönen Worte von Serge. Ganz ehrlich, die ersten 20 Minuten, okay, die ersten 10 Minuten. Es war Berlin, war ein Drucker. Wir waren ein Tick zu langsam. Und vor allem in den Zweikämpfen. Wir sind in den meisten Fällen waren wir Zweiter. Durch ein Powerplay-Tor von Murray. Es hat uns für, glaube ich, 2 oder 3 Minuten ein bisschen einen Momentum-Schubs gegeben. Aber Berlin war ein Drucker der ganze Drittel. Im zweiten Drittel, wir waren ein Tick besser. Obwohl wir ein paar Turnovers in unser Drittel gehabt und die haben geführt zu 2 Gegentore. Ich fand, dass unsere Leistung war besser. Nicht super, aber besser. Und unser Gespräch nach 40 Minuten war einfach, okay Jungs, wir sind in Position, wenigstens eine Eishockey-Partie zu gewinnen. Es war nicht unsere beste 40 Minuten. Es ist sicher, Berlin hat enorm Druck ausgeübt. Aber dann in den letzten 20, wir waren wieder präsent. Wir haben Grizzly Eishockey gespielt. Und Schritt für Schritt, wir haben uns zurück in der Partie gekämpft. Durch noch ein Powerplay-Tor zum 2:2. Beide Mannschaften haben mehr Chancen gehabt und auch in Overtime. Es ist hin und her gegangen und letztendlich im Penaltyschießen. Wir haben ein besseres Ende für uns gewonnen. Ich möchte zuerst sagen, dass Picard hat bombastisch gehalten heute. Ich freue mich für ihn. Es ist nicht leicht reinzuspringen gegen einen Top-Gegner wie Berlin. Aber er hat seinen super Job gemacht. Und unsere Special Teams, interessanterweise in der letzten Weile, unsere Special Teams waren nicht, die haben nicht super funktioniert. Aber im Eishockey es ist so. 5 gegen 5 für die ersten 40 Minuten. Berlin war die bessere Mannschaft, aber unsere Special Teams haben super gearbeitet. Penalty Killing und im Powerplay. Und dann es hat uns eine Chance, in den letzten 20 Minuten zurück im Spiel zu kommen. Und die extra Punkte für uns gewonnen durch diese 3 Tore im Shootout. So, wir freuen uns über die 2 Punkte. Es geht weiter, weil alle Mannschaften haben eine Partie bis zum Weihnachtspause. Und dann wir können die Füße hochbringen. Aber bis dahin, wir wollen hart arbeiten, vor allem unsere Heimvorteile ausnutzen. Danke. Danke, Mike. Kommen wir direkt zu den Fragen. Sven, bitte. Ja, Mike, du hast Pickard gelobt gerade eben. Ihr habt dann noch einen anderen Goalie mit heute im Line-Up gehabt, einen, der noch nie für die Grizzlies im Line-Up stand. Ein paar Worte zu ihm? Ja, Lars, auf der Schnelle. Er ist heute früh zu uns gekommen, hat das Training heute gemacht. Die Jungs haben ihn so schnell wie möglich integriert und man hat gesehen, dass er hat sich gefreut, einfach in der Profikabine zu sein und diese Erfahrung und Erlebnis zu machen. So direkt nach dem Spiel, Mahajek hat ihn erwischt mit einem Handtuch voller Rasierschaum. Das ist ein Willkommen im Team-Moment. Ich glaube, es war Besonderes für ihn. Ja, und dann war noch jemand anders zurückgekehrt. Tyler Gaudette ist nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrt. Ich denke, seine Leistung ist schon sehr, sehr gut nach so langer Zeit raus. Es war ordentlich und es ist nicht leicht noch fast 9 Wochen zurück im Lineup zu kommen und auch gegen einen Top-Gegner als die erste Partie zu spielen.
Aber er ist ein Profi, er hat Erfahrung, er hat simpel gespielt, hat einen guten Job gemacht und wir freuen uns, dass er wieder dabei ist. Und er war gleich als Center mit aufgelaufen. War das auch so praktisch aus dem Training heraus, dass er diese Funktion dann schon so gut übernehmen konnte? Ja, ich meine, schon wieder, ich meine, er hat mehr oder weniger seine ganze Profikarriere als Center gespielt und diese Instinkte verliert man nicht. Und als ein True Center, das tut uns gut, weil wir haben mehrmals mit Außenstürmer als Centers in dem Lineup gehabt und diese Erfahrung, ich glaube, hat ihm geholfen, weil natürlich er war ein bisschen rostig, aber wie gesagt, er hat einen guten Job gemacht. Vielen Dank, das war's für heute. Unseren Gästen aus Berlin eine gute Heimreise und viel Erfolg in den kommenden Spielen. Für die Grizzlies geht's am Donnerstag, also übermorgen mit dem Heimspiel gegen die Kölner Haie weiter. Bis dann, ciao.